Hallo liebe Gran Turismo Sportfans, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, es geht mal wieder weiter. Eine kleine Runde Gran Turismo Sport hier. Nicht die Manufacturer Series, auch nicht der Nations Cup. Nein, ich fahre zur Abwechslung mal ein ganz normales Online-Rennen. Wir sind hier am Lago Maggiore auf einer verkürzenden Grand Prix-Ausführung, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar ist das ein Markenrennen. Wir fahren hier mit dem Camaro Z, wer ist da nochmal? Z28, 69er Baujahr. Habe mich hier leider nur für P7 qualifiziert. So geil die Autos auch aussehen, sie sind unheimlich schwierig zu fahren. Ich habe es nicht geschafft, mich da noch erheblich zu verbessern, als dass ich da irgendwo auf Pole oder so hätte landen können. Aber sei es drum, ist nicht schlimm. Mir geht es ja eigentlich mehr um den Spaß. Wir fahren hier insgesamt 4 Runden. Wie gesagt, alle Fahrer sind mit dem gleichen Fahrzeug unterwegs. Wir haben ja verschiedene Nationen am Start, Deutschland, England, Holland sehe ich hier noch, Italien, Polen sogar noch. Ja, insgesamt 12 Fahrer. Schauen wir mal, wird sicherlich ein ganz spaßiges Rennen. Auf den Sieg male ich mir jetzt nicht unbedingt gute Chancen aus. Aber schauen wir mal, in solchen Rennen kann auch immer alles passieren. Von dem her wünsche ich euch da ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wie schon erwähnt, am Lago Maggiore fahren wir hier alle mit demselben Auto, Camaro Z28, 69er Baujahr. So. Ja, schauen wir mal, ob ich vielleicht noch ein paar Plätze gut machen kann. Finde ich persönlich jetzt nicht schlecht. Aber wie gesagt, es geht hier um keine Punkte, um nichts, einfach just for fun. Einfach mal schauen, wie weit wir hier noch nach vorne kommen. Am spannendsten ist wie immer Kurve Nummer 1 bei der Strecke. Ah, da wird man von allen Seiten geschoben. So fährt man leider zwangsläufig auch in andere Fahrer rein, obwohl man es gar nicht will. Also wie ich sehe, hat der Fahrer aus England die Führung übernommen, gefolgt von dem Deutschen, der auf Pole gestartet ist. Ja, die Kurve ist auch beliebt für Unfälle. Sind wir dann hier beim Stockcar-Rennen oder? Ja, und schon ist man ja fast letzter. Fahrzeuge sind es natürlich, keine Frage. Oh, was macht ihr da, Leute? Scheiße. Ah. Ja, es war ja keine Absicht, Kollege. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich noch hinfahren soll. Jetzt habe ich mich auch noch verbremst hier. Was für ein wildes Rennen. Naja, jetzt bin ich wieder, zwar wieder auf Platz 8, nicht mehr ganz hinten, aber das war gerade echt brutal. Was ich sagen wollte, es sind super schöne Autos, klasse Sportwagen, aber bei weitem keine Rennwagen. Oh, da haben wir noch eine gelbe Flagge, da ist einer rausgefahren. Wie gesagt, in dem Rennen kann alles passieren. Oh, wir haben noch eine 2 Sekunden Strafe. Fahrer aus Polen, dem ich da mit Sicherheit gleich vorbeikommen werde. So, jetzt kommen wir wieder an die Kurve, wo ich vorhin leider mich gedreht habe. Man muss die Kurve einfach vorsichtig fahren, ich kann es nicht anders sagen, weil die Kiste untersteuert nämlich auch ganz schön. Klar kann man hier viele Einstellungen machen und das Ganze versuchen ein bisschen auszubalancieren, aber
funktioniert halt auch nur bedingt. Runde passiert leider nicht mehr allzu viel. Also Fakt ist, wenn man in diesem Rennen hier nicht sich für einen der vorderen Plätze qualifiziert, ja, dann fährt man da einfach hinterher. Es sei denn, man kann in der ersten Runde noch irgendwo ein paar überholen. Aber gut, just for fun. Immerhin glaube ich jetzt noch einen Platz verbessert. Ich bin ja von 7 gestartet. Ja, dann ist es okay, also kann man nicht meckern. So wie ich in der ersten Runde getroffen wurde, dachte ich, ich fahre ganz hinterher und werde irgendwie Letzter. Aber von dem her, alles gut. Ja, P6, ein Platz verbessert, wie schon gesagt. Mit einem wunderschönen Camaro. Ja, und das war es auch schon wieder an dieser Stelle von diesem kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr das Ganze natürlich gerne abonnieren, wenn nicht schon geschehen. Daumen nach oben da lassen, wenn ihr möchtet. Netten Kommentar, auch nur wenn ihr möchtet natürlich. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Rennen einfach wieder. Wie gesagt, am Mittwoch geht die Manufacturer Series weiter auf dem Red Bull Ring.
Also bleibt dran, bis dahin, gute Zeit, macht's gut, viel Spaß mit Zocken. Ciao, ciao.